Viele von euch sind wahrscheinlich auf diesen neuen Helden schon gestoßen, der großartige Deckard Cain. Und wenn ihr euch vielleicht von ihm schon benebeln habt lassen oder auch einreden, dann musstet ihr auch feststellen, dieser Mann kann es ganz schön faustdick hinter den Ohren haben. Jedenfalls in den richtigen Händen. Und das schauen wir uns nämlich heute an, wie denn diese Hände mit diesen neuen Helden umgehen können in dem heutigen Hero Review. Natürlich muss man hier auch mal im Hinterkopf behalten, er wird häufig gepickt und er wird häufig gebannt und in vielerlei Hinsicht ist dieser Held auch einfach, wie gesagt, neu. Die Spielweisen und wie man mit ihm umgehen kann, die Kombinationspotenziale und alles, was eben damit einfließen kann, sind natürlich dementsprechend erst nochmal zu entdecken. Aber das ist in erster Linie für einen Support ein relativ solider Start. Nach wie vor muss man hier im Hinterkopf behalten, er ist ein Support, er kann nicht allzu viel carryen, wie eben nun mal ein Maiev oder ein Phoenix, die natürlich sehr brachial gestartet sind. Und dahingehend muss man natürlich auch einfach mal schauen, als Support muss man halt eben immer mit seiner Mannschaft arbeiten und wenn diese eben nicht in der Lage sind, die Hilfe, die man ihnen bietet, auszunutzen, dann ist es natürlich klar, dass es eben hier etwas kritischer verläuft. Schauen wir uns also mal die Salzminen genauer an und danach den Quick-Match-Modus, um herauszufinden, mit wem er gut harmoniert, wo er gut harmoniert und wie eben sein Spielverlauf aussieht. Ab in die Salzmine sieht man hier doch relativ deutlich, dass die Winrate dem sich eher nähert, was man auch schon in der groben Zusammenfassung gesehen hat. Seine Winrate liegt hier ungefähr bei 46%, was auch soweit okay ist. Nach wie vor geht das durch alle Ränge hinweg durch und auch in vielen Fällen ist er, wie bereits erwähnt, auch einfach gebannt. Nichtsdestotrotz sieht man hier allerdings auch eine relativ nette Entwicklung und zwar nämlich, dass sein, sage ich mal, Siegesverhalten sich eher mit der Länge des Spiels hinweg durchzieht. Das heißt, man sieht ja sehr, sehr deutlich, dass Deckard Cain eher mit Helden gut agieren kann, die im Late Game relativ stark verlaufen. Macht ihn natürlich allerdings im Early Game anfälliger. Zurück betrachtet natürlich auch auf seine Fähigkeiten hin verwiesen, sind natürlich ein Großteil seiner Fähigkeiten gerade in diesem wichtigen Teamfight zum Ende eines Spiels sehr essentiell und auch sehr stark und können natürlich dahingehend die Teamfights für die jeweilige Seite mit beflügeln. Bleibt jetzt natürlich offen, mit wem kann denn Deckard Cain so ziemlich gut? Die Zahlen geben eigentlich her, er ist ein Tankfreund. Er kann ganz gut den Tanks helfen oder auch allgemeinen Nahkämpfern, denn er ist natürlich mit der Gruppe mit. Seine Abklingzeit wird verringert, seine Heilpakete können natürlich sehr nah gelegt werden und bieten natürlich dadurch ein ziemlich großes Heilpotenzial an. Dahingehend lässt es also natürlich schließen, ist er für gerade Nahkämpfer oder auch solche Pushgruppen ziemlich effektiv. Dem Format treu zu bleiben, machen wir natürlich jetzt auch den Kontrastblick zum Quickmatch. Und hier haben wir ein relativ interessantes Bild und zwar, dass eben die Winrate hier bei 51% liegt, also doch etwas höher als in der Hero League. Und auch, dass das Siegesverhalten über die Zeit hinweg doch anders abgebildet wird als eben in der Hero League. Und zwar ist es nämlich so, dass Deckard Cain hier konstant über die Zeit hinweg, egal welche Zeit, eine doch eher gleichbleibende Linie bildet als eben wie in der Hero League eine ansteigende zum Ende hin. Sogar wird im Quick Match das Late Game hier für Deckard eher zum Verhängnis. Was kann man also daraus schließen? Vielleicht sind es die anderen Konstellationen, vielleicht ist es auch das andere Spielverhalten oder es gibt andere Einflüsse. Jedenfalls ist die Wahrheit wohl irgendwo zwischen diesen beiden Graphen. Also das Hingehen sagt natürlich auch aus, Deckard Cain kann sowohl im Early Game als auch im Late Game funktionieren. Nun bleibt die Frage auch offen, mit wem harmoniert er denn jetzt nun, wenn die Auswahl frei steht? Und das ist natürlich in der Hero League nicht der Fall. Und da muss man allerdings auch ganz klar sagen, es ist offensichtlich Phoenix, der momentan ziemlich stark ist, sehr weit oben. Allerdings bleibt die Tendenz, die wir auch aus der Hero League mitbekommen haben, hier ähnlich. Alles, was doch sehr stark an den Gegner ranprescht, sehr aggressiv ist, sehr melee-lastig ist, kann mit Deckard Cain ziemlich gut funktionieren. Dazu zählt auch Phoenix, sowie auch Tracer, Varian, alles, was ein Schwert schwingen kann und auch in Nahkampfreichweite gehen soll. Aus dieser Position würde ich sagen, Deckard Cain ist ein gelungener Held und wenn ihr auch dieses Video für gelungen haltet, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung sehr freuen. Aber wenn wir schon bei Bewertungen sind, was sagt denn das Internet zu Deckard Cain? Weil dort sind natürlich die Meinungen auch sehr weit auseinandergehen. Schauen wir uns diese nochmal zum Abschluss genauer an. Dort haben wir natürlich die klassische 10-Ton-Hammer-Website, die eben nun den Werten Deckard Cain in den A-Plus-Rang eingeordnet hat, also einen sehr, sehr hohen Rang, mit der Begründung, dass sobald er in den richtigen Händen liegt, er doch sehr verheerend sein kann. Sein CC als auch seine Heilung sind doch mächtige Werkzeuge, die eben beim richtigen Handwerker für einiges beim Gegnerteam sorgen können, sodass die eigene Mannschaft das, wenn sie natürlich auch in der Lage ist, gut ausnutzen können. Eine sehr solide
solide Einschätzung, würde ich in der Hinsicht meinen. Bleiben wir allerdings gespannt, was andere Seiten soweit sagen. Die Mannschaft Tempo Storm, die auch in der HGC tätig ist, hat den Deckard in ihre Tier 1 Liste oder in die, sag ich mal, fast beste Liste eingefügt. Also ist kein S-Rang, allerdings ein doch sehr hoher Rang. Mit der Begründung, dass er einen sehr interessanten Spielstil eben pflegt, nicht so stark ist jedoch, wie auf dem PTR vermutet wurde und an sich doch relativ neue interessante Gegebenheiten eben nun mal bietet. Wir können auf was das angeht gespannt bleiben, wie er in der HGC eben performt. Wir werden ein Auge drauf haben. Zu guter Letzt bleibt noch Psionic Storm, die auch Deckard in eine ähnliche Kategorie reinsetzen. Ohne Begründung jedoch, was ein bisschen schade ist. Allerdings unterstreicht das nochmal so ein bisschen, was eben bereits erwähnt wurde. Zusammenfassend kann man also sagen, Deckard Cain kommt ziemlich positiv im Nexus weg, auch wenn er vielleicht noch etwas Potenzial versteckt hält, was man eben sich vielleicht erstmal anschauen sollte. In dieser Hinsicht bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe noch, dich als Gäste bei meinen nächsten Videos wieder mit begrüßen zu dürfen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und tschüssi.